Sein oder nicht sein, meinte ich natürlich. Und damit willkommen zu Hamlet or The Last Game Without MMORPG Features, Shaders and Product Placement. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Hamlet oder das letzte Spiel ohne Internet-Features, Shader und Werbung. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu diesem komischen Spiel mit dem langen Titel. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten das Spiel. In einem Königreich zu irgendeiner Zeit tötete der böse Claudius zusammen mit seinem Gehilfen Polonius. Was sind das für Namen? Den König und die Königin, um die Krone zu erlangen. Dann zwang er Ophelia, Hamlets Freundin, ihn zu heiraten. Von einer langen Reise zurückgekehrt, schwor der mutige Prinz Hamlet, den Tod seiner Eltern zu rächen und Ophelia zu retten. Aber just in diesem Augenblick kam ein Mann um die Forschungsmission aus der Zukunft und landete genau dort, wo Hamlet stand. Jetzt musste der neue Held den Tod von Hamlets Eltern rächen und Ophelia retten. Scheitert er, wird das Gefüge des Weltalls wegen der Unterschiede zwischen Gegenwart und Zukunft kollabieren. Okay. Indem Polonius sich entscheidet, Claudius seine Tochter zur Frau zu geben. So bleibt dem Helden nur in Polonius Schloss zu schleichen und Ophelia zu befreien. Gut, lyrischer Exkurs. Finde und klicke auf interaktive Objekte und führe dann logische... Okay. This is gonna be epic. Okay. Ich bin... Hallo. Okay. What can we do here? Ich brauche einen Weg in Polonius Schloss. Okay, das brauchst du. So, da oben. Okay, was machen wir? Okay, was können wir hier machen? Ha. Was will man da den anmachen? Okay. Ist das nicht sogar ein chemisches Element? Was, wenn die Sonne jetzt weggeht? Was ist, wenn es regnet, wa? Was machst du dann? Oh. Moment. Wenn wir jetzt die Anlage da anmachen, dann lass dir das doch fallen, oder? Oh Gott. Ich bin so ein Genie, Alter! Wow! Okay, ich weiß nicht, warum wir so ein komisch gelbes Glühbirn-Pimmelteil am Kopf haben, aber wir haben es am Kopf. Okay. Uiuiui. Okay. Jon ist ein, Willst du mich wirklich... Nein, ich will dich nicht beenden. Ganz ruhig. Ich muss durch die Tür am anderen Ende des Raumes. Ehrlich? Krass. Was haben wir denn da unten hier? Da ist doch irgendwas. Okay, wir müssen uns jetzt hier einfach so ein bisschen durchklicken. Was denn hier? Wenn man da drauf drückt, dann schiebt sich das da nach oben. Okay. Ich will zurückklettern. Ich will zurück zu meiner Mama. Können wir die Leiter hier nicht benutzen oder so? Hallo? Können wir den mit dem Laufen hier oder so? Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerungen sind und so weiter. Miep, miep. Es wurde auch nirgendwo erklärt anhand... also das Einzige, was erklärt wurde, war der lange Titel. Mehr wurde nicht erklärt, nein. Oh. Oh. Ich bin ein Genie. Ach, der wollte nicht laufen, weil da was im Weg war. Okay. Gut. Ich bin so schlau. I'm a genius. Enter Passwort.
Hau. Hau pack nie fair. Ich schweife immer so einfach vom Thema ab. Allein diese Musik, das ist ja... Wow. Okay. X, warte, welches... Moment, ich wollte es schnell. 10, 6. Das sind 6. Plus 7 wären 13. Plus... Das sind doch nicht 6, das waren 16. 16 plus 7 sind 23. Plus 6 sind 29. Oder 28, weiß nicht. Fee 7, O 7. Heilige Scheiße, ist das anstrengend. Na, fast. Haben wir sonst noch irgendwas, was uns helfen könnte? Ich kann doch keine Horrorspiele... das ist doch kein Horrorspiel. Ich kann doch keine Spiele spielen wie hier, ne? Hier, nee. Steht da FE7, O7? FE? O. FE? O. FE? O. FE? O. 16? 79, 70, 16. Hätte ja klappen können. Das ist gar nicht mal so einfach. So, FE7, O7. Wie hilft uns das weiter? Da stehen doch auch so kleine Sachen drunter, oder nicht? Aber die kann man nicht lesen. Okay, okay. Vielleicht kann uns ja unser gelber Pimmel auf dem Kopf helfen. Das war ein sehr deeper Tipp. Darauf wäre ich niemals alleine gekommen. Okay, was haben wir denn hier sonst? Also, x41, also das sind lateinische Zahlen, das sieht man ja wohl, das sind lateinische Zahlen. So, 0, 1, 8, 12, 16, 26. Fast. Fast. So. Was kann man hier noch machen? Nibafeau. So. Simsalabim. Auch nicht. Aber die Musik hier macht mich echt glücklich. Ich glaube, das soll heißen, dass gerade FE und O nicht da drin sind. Dass man nämlich sich die anderen erschließen kann. FE und O ist nicht da drin. Dann steht da jetzt noch 16. S ist auch nicht drin. Und 7. Und 76 oder so. Also das ist schon mal nicht drin. Dann hätten wir noch den. Insempanierau. Wir sind da mehr nah. Paar Nipa, wow, Münzen. Was könnte es denn noch sein? Also, darauf muss ich jetzt erstmal kommen. So, was haben wir hier noch denn? Ha. Au. RD. Pa. W. Z. Wo. Fe. Niau. Wo find ich aus? Das ist doch. Wo finde ich hinaus? Wo finde ich aus? Das sagen die Besoffenen auch immer. Mann. Okay, was könnte es denn sonst noch sein? Ich frage mich, was dieses Dreieck. Das ist ein Dreieck, Yannick. Nein, das ist kein Dreieck. So etwas nennt man einen Kreis. Was passiert, wenn das fertig ist? Ich glaube, da kann man da draufklicken und es gibt einem Hilfestellung.
Herstellung. So, ha. Das hier war es ja nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war's nicht. Das. Ich klicke mal drauf. Passwort. Drücke eine Maustaste. PA-RD. Ah. Pass. Word. Gott. Hallo. Ich hasse sie. Mann, hör doch auf. Ich mache hier gleich alles kaputt. Was machst du jetzt? Hä? Okay. Ups. Oh nein! Die Spinne ist da reingefallen. Funktioniert nicht, ey. Oh nein, es ist Po. Polonius. Ist das ein... Das ist ein fucking Bosskampf, Leute. Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Es wird ernst, Leute. Okay, nein, nicht auf mich, nein. Es wird ernst. Way! Oh Gott. Holy. Funktioniert nicht. Bombe. Moment. Wenn ich gleich so mache und dann auf ihn klicke, dann will er... Nee. Der dreht ihn ja gar... Manu. Okay. Geht nicht. Er wirft eine Bombe. Moment, wenn er die Bombe in der Hand hat, dann kann ich noch was drücken, glaube ich. Ja, das hat ihm HP gezogen. Er ist voll tot. Kapitel 1 ist vorbei. Rekapitulieren wir. Das sagte mein Lehrer vor uns, das ist voll lustig. Der Held hat Polonius neutralisiert und das Übel ausgemerzt. Aber Ophelia versinkt immer tiefer im unterirdischen Fluss. Der Held eilt ihr zur Rettung. Hey, Köpper! Akt 2, in dem der Held untertaucht, um Ophelia zu retten. Ich könnte es nicht besser beschreiben. Okay. Hallo, Fischis. Ich eile dir zu Hilfe. Oh Gott. Mach keinen Scheiß, du. Was machen wir mit der Mine? Das fehlt hier. Das fehlt also. Meint er. Verdammt, wo finden wir denn so einen Kram? Vielleicht da drin? Oh, nein, Leute. Hört ihr auf! Okay. Ich habe euer Gesicht gesehen. Ihr habt gedacht, ich spreche euch an. Hi Leute, na, wie geht's euch so? Ja, erzählt mir das ruhig. Ja. Erzählt mir das ruhig. Okay, wir brauchen Krebs. Where do I find a crab? Hey, crab. So, da ist anscheinend nichts mehr drin. Hallo. Hallo. Okay. Wo könnte sich denn so ein Krebs befinden? Was könnte hier nur anklicken? Das fehlt. Wer sollte da alleine drauf kommen? Na gut. Ophelia, ich rette. Au! No!
Ich wollte schon immer mal in so einem Mund sein von... Klasse! Hallo! Okay, wenn das so nichts wird, dann müssen wir hier nachhelfen. Wir müssen alles kaputt machen. Irgendwie kriegt er nichts mit. Sturm klingeln! Ich glaube, ich brauche irgendeine Reihenfolge bei denen. Er ist wach. Hallo! Nein! 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 Nicht wieder schlafen. Okay, ich muss anscheinend, glaube ich, irgendwas Besonderes machen, damit er vielleicht irgendwas kriegt, was uns irgendwie hilft oder so. Wo ist Ophelia? Ja, wenn ich das mal wüsste. Ich glaube, der Mann mit dem weißen Bart hat sie gesehen. Stimmt, was macht er eigentlich, wenn Licht aus ist und er seine... Kann ich mich da nicht dranhängen oder so? Eventuell? Du sollst dich da dranhängen, ey. Was kann ich denn mit seiner Angelrute da machen, was vielleicht was bringt? Okay, wenn das so blub blub macht, dann muss ich das, glaube ich, rausholen. Ich glaube nämlich, diese komischen Pinguin-Viecher da, die brauchte ich gerade nur... ...als ich ihn wecken wollte. Was bringt mir das? Okay. Ist also eine kleine Art Rätselspiel hier, wenn man es nochmal auf den Punkt bringen möchte. Er hat den Pinguin! Nein! Okay, er hat den Pinguin. Leute, er hat den wirklichen, wahren Pinguin. Er hat den zweiten Pinguin. Jetzt noch der letzte. Dann kommt dieses Floß, glaube ich, zu uns und wir können da hoch. Das wäre genial, wa? Was ist das eigentlich für ein Dumbledore? I'm Dumbledore. I can use my force, but I don't want to. Okay. Warum kackt er nicht einfach in diesen See? Warum nicht? Ophelia! Heilige Mom. N. I. O. P. N. Open? Was nicht? Okay. I. 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 A. Schlange. Sad Face. Nick, nein. Wie kriegen wir das hässliche Schloss denn auf? Also es hat, glaube ich, irgendwas zu tun mit seinem Gesichtsausdruck immer. Kuh. Ah, er mag Kuh. Er mag Kuh. A. I. Kuh. Nein.
Der Gesichtsausdruck, der wandelt sich irgendwie immer. N. Q-O-N. Quon. Okay. Ich guck gerade einfach, wo er so ein gutes Gesicht macht. Dass uns das eventuell weiterhilft, ich weiß es ja nicht. I don't get it. Okay, was müssen wir hier wohl tun? Können wir nicht einfach das da oben abbeißen oder so? Oh. Wie soll mir das denn weiterhelfen? Recycling. Ich meine, das ist doch nur im Kreis, oder? Also er war bei zwei hintereinander gerade glücklich. Also, ich würde sagen, wir machen Kompromiss. Das war es erstmal für die erste Folge Hamlet. Muss ich noch mal einmal kurz nachgucken. Oh Gott, viel zu viele Menschen, viel zu viele Menschen. Dürfte alles nicht lesen, nein. Hamlet or the last game without MMORPG features, shaders and product placement. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Brain. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und falls ihr irgendeinen Plan habt, wie das funktionieren soll, sagt mir das ruhig. Ciao. Oh, oh, die Kamera ist ja schon an. Sie sind also am Ende von einem meiner Videos. Ja, jetzt sind wir ganz allein, ohne irgendwelche Spielgeschehen. Gut, ihr könnt eigentlich jetzt, da könnt ihr euch die noch andere Videos anschauen. Und hier unten, ja genau auf der Höhe. Da könnt ihr euch die Social Networks nochmal reinziehen, wo ich so verlinkt bin. Da könnt ihr mir natürlich folgen, liken, was auch immer. Und das wäre es auch eigentlich. Brain, over and out.